Willkommen zurück bei Unspielbar, dem Format, bei dem wir unsere Kolleginnen und Kollegen mit schrecklichen Spielen oder mit eigentlich ganz guten Spielen, aber schrecklichen Stellen aus diesen Spielen quälen. Los geht's. Unspielbar. Also meiner Meinung nach ist heute ja eher ein gutes Spiel dran. Mit einer vielleicht nicht ganz so guten Stelle, aber das hab vielleicht nicht ich zu entscheiden, sondern mein werter Kollege und Freund Jasper Ehrenfeld, der heute spielen darf. Hallo, ich bin's, Jasper Ehrenfeld. Hallo, Markus. Ich wollte auch noch fragen, wie es dir geht, aber anhand deiner Stimmlage glaube ich ganz gut. Hast du eine Ahnung? Vielleicht Super Bomberman. Da weiß ich ja, dass du da extrem gut drin bist. Deswegen habe ich das nicht genommen. Gibt es vielleicht irgendein Genre, was du gar nicht magst oder so? Ich mag alle Genres, die haben alle ihre Berechtigung. Ich mag vielleicht nicht Rennspiele, Sport-Rennspiele, nee, weiß ich nicht. 3D-Open Worlds von 99, sowas wäre schlimm. Ja, so die Richtung. Das ist ja jetzt doof. Ich habe ein Open-World-Rennspiel. Ja, das nee. War klar. Nee, dann dürftest du dich eigentlich über den Pick freuen. Ja. Ich brauche ja eigentlich gar nicht mal lange reden. Und ja. Ich würde sagen, wir enthüllen mal, was du gleich spielen darfst. Bitte. Shit. Time Splitters 2. Ey, es war gar nicht so unvorhersehbar, weil ich weiß, dass das eins deiner Lieblingsgames ist. Fuck, ja, okay, Ego-Shooter. Konsolen-Ego-Shooter, die schlimmste Form von Ego-Shootern. Ja, das, ja. Für mich nicht, für dich ja. Ich hab's nie gespielt, aber ich habe gehört, dass es ein gutes Spiel ist. Ich hab auf der, was ist das, PlayStation 2? Nee, was spielen wir denn hier? Das ist die Xbox. Ich glaube, bis PlayStation 4-Generation habe ich nie einen Ego-Shooter auf einer Konsole gespielt. Immer nur PC, deswegen könnte das lange dauern hier. Viel Spaß. Die Ego-Shooter-Erfahrung ist tatsächlich auch nicht die beste bei diesem Spiel, würde ich mal sagen. Aber ja. Das wirst du gleich selbst herausfinden. Ja. Und ja, was dich sonst noch so erwartet, das zeigt dir am besten jetzt diese Mats. Jasper darf sich heute an einer der schwierigsten Herausforderungen in Timesplitters 2 versuchen. Der Sturmangriffsmission mit dem schönen Namen Nichts als Müll. Innerhalb von 15 Minuten muss er einen Schrottplatz infiltrieren und den Kontrollraum im Inneren erreichen. Das Problem dabei, überall sind Geschütztürme versteckt, die ihn locker one-shotten können, und dann wären da noch die unfairen gegnerischen Bots. Die können nicht nur unverschämt gut zielen und wissen offenbar immer, wo man sich befindet, sondern halten auch noch frech viele Schüsse aus und spawnen super schnell nach. Die eigene Spielfigur hält hingegen fast gar nichts aus und kippt schon beim kleinsten Beschuss aus den Latschen. All das wäre auch nur halb so schlimm, wenn die Steuerung nicht absolut schrecklich wäre. Ein genaues Zielen ist nahezu unmöglich, weshalb man eigentlich nur aus der Hüfte schießen kann. Als kleine Hilfe bekommt Jasper zwar noch einen KI-Kumpel im Löwenkostüm gestellt, der aber eher nervig statt hilfreich ist. Mit etwas Pech schnappt der nämlich andauernd die wenigen guten Waffen weg, auf die Jasper angewiesen ist, weil die Startwaffe leider absolut unbrauchbar ist. Jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer viel Glück, Jasper. So, da steht, was du machen musst. Da stand, was ich machen musste. Da steht, geh zur Schleuse, stand da. Geh zur Schleuse, stand da, okay. Naja, das kann ja erstmal nicht so kompliziert sein hier an der Stelle. Ne? Okay, die schießen schon, die schießen doch hier schon. Oh Gott, ey, es ist so schlimm schon jetzt. Ah, ist das furchtbar jetzt schon. Achso, du musst was drücken, um weiterzumachen. Ist die Zeit relevant? Ja, anscheinend, ne? Ja, ja, genau. Also nach 15 Minuten endet der Spaß ja automatisch. Puh, ey, man kann. Mein Kumpel ist schon tot. Ja, der hält leider so wie du nichts aus. Sind schon ganz schön viele Gegner für den Anfang, so, oder? Ne? Ja. Kann man springen? Kann man irgend. Nee, genau. Man kann nichts leider machen, nicht springen, außer schießen. Du kannst nicht sprinten. Aber du kannst dir ein Fadenkreuz aktivieren, wenn du willst. Nur dann ist die Steuerung leider sehr kacke. Oh Gott. Alter. Aber schlimm. Vielleicht brauchst du das Fadenkreuz an der einen oder anderen Stelle schon. Ich brech ab, okay? Ich glaube, das ist der Run jetzt schon. Ja, fühlt sich jetzt schon gut an. Fühlt sich ganz gut an jetzt schon, bis jetzt machst du alles richtig. Ja. Ja, gut, jetzt aber kannst du an der Stelle auch nicht mit rechnen dann. Ey, können die mich mal spawnen lassen wenigstens? Ich kann auch niemanden umbringen. Das mögen sie nicht so. Alter, es ist so schwammig. Aktiviert ihr doch das Fadenkreuz, dann wird alles besser. Nee, hab ich doch gerade gemerkt, das war komplett furchtbar. Viel, viel schlimmer noch. Ich kann nicht.
einer kann noch mal sterben. Ich will jetzt wirklich, ich habe kleine Ziele, ne? Ich will erstmal einen treffen. Das ist so Baby Steps jetzt. Step by step. Step by step. Das machst du richtig. Hä, wieso stirbst du jetzt schon wieder? Nichts von diesen Knöpfen macht was. Nee, das stimmt. Die meisten Waffen haben auch noch ein Sekundärfeuer. Ah. Okay. Ja, Mann! Ja, das war schon gut. Let's go! Mal guck mal, bis rein schaffst du es doch jetzt auf jeden Fall schon. Außer es kommt ein Gegner, ja, dann nicht mehr. Könnt euch jetzt schon mal die Überstunden aufschreiben, Leute. Ja, komm, ich einfach noch mal gucken, wo es überhaupt lang geht. Einfach noch mal irgendwie, einfach mal einen Plan haben vom Leben, Alter. Ja, hier ist doch auch guck was. Mal. Ja. Guck mal, Schleuse gesichert. Ja, das hätte mir vor 10 Minuten auch auffallen können. Sichern Sie die Kühltürme, ja, noch mal. Ja, komm. Ja, okay, die Kühltruhen sind wichtig. Guck mal, jetzt hast du nämlich den Checkpoint freigeschaltet und musst nicht immer außen starten. Ah, siehst du. Ja. Versagt! 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 Versager! Ja, jetzt gebe ich dir, wenn du möchtest, also vielleicht, ne, gebe ich dir ein paar Tipps, ja, wenn du möchtest. Ach, ja. Tipps sind cool. Aber ich sehe doch schon, wie professionell du hier direkt zockst. Ja. Guck also mal hier. Ich muss dir gar keine Tipps geben. Jetzt an der Stelle bin ich, glaube ich, ganz gut drin jetzt hier einfach. Okay. Immer wenn ich sowas sage, jedes Mal. Oh, jetzt. Die ist hier, die ist immer noch kaputt. Ja. Kannst du easy vorbei. Das war schon mal gut im ersten Run, die kaputt zu machen. Das ist ziemlich gut, ja. Das hast du auch wirklich schnell geschafft. Wichtig. Jetzt haben wir natürlich die Dinger. Ja, aber du hast eine geile Waffe dafür genommen. Lenkraketenwerfer haben. Ach, guck mal, du hast beide erwischt, das ist doch super. Im letzten Mal noch, hm? Ja, mit deiner Granate. Was ist denn? Ja, aber du hast den Checkpoint nach einer Minute, das ist super. Lass mich bitte in Ruhe! Ach, hier ist der Checkpoint jetzt? Ja. Direkt vor dem Ding. Ja. Guck mal, wir sind fast, wenn wir jetzt noch ein bisschen nach unten. So. Ja, guck, war kein Problem. Geil. Ja, wir gehen einfach weiter. Achso, ich bin zurückgegangen. Ja. Okay. Ich habe gar keinen Plan, wo ich bin. Achso, hier. Guck mal, der Löwe ist mitgekommen. Ja, der hat es jetzt mal ein bisschen geschafft. Komm, Löwe. Ja, und tot ist er. Und du auch. Hey, getötet von Leo ja, Krups. Ja, mein Löwe bringt mich jetzt auch noch um. Oh, ich glaube, da hat sich gerade einer selbst getötet, oder? Ja, das ist meine Chance mit dem Raketenwerfer. Und der okay. Hat dir den gegeben. Das ist super. Let's go. Let's go. Let's go. Alter. Scheiß drauf, scheiß drauf. Nicht schlecht. Eigentlich hättest du jetzt den Checkpoint haben müssen. Ja, ich war kurz aber wobei, davor. Ich glaube, noch ein paar Schritte weiter, dann hättest du den nächsten. Ich war kurz davor. Ja. Boah, wie konnte ich das denn überleben? Das weiß Sinn. Ich auch nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und Sneaky die Snake vorbei, Snake. Versagt. Müsste man im Leben auch so haben, diese Einblendung. Jasper, kannst du deinen Ellbogen lecken? Bestimmt, ja. Versagt! Wo gibt's denn diese Health Packs, von denen mal gesprochen wurde? Also es gibt jetzt keine Health Packs, aber es gibt Rüstung, sodass du da deinen rechten Balken auffüllen kannst. Das hast du vorhin tatsächlich immer wieder eingesammelt. Diese blauen Dinger? Genau. Ah, das war doch hier. Ja. Und da, genau. Ah, vielleicht ist es gar nicht so dumm, sich hier eine Rüstung zu holen. Ist auf jeden Fall nützlich, ja. Ja. Um dann vielleicht genauso zu sterben. Immer noch geone-shotted zu werden. Au. Vielleicht holst du dir lieber wieder die Rüstung. Ach, das war ja mal so eine Mastermind-Taktik. Also musst du nicht, aber sie hilft natürlich. Ja, ja, schon so. Kostet halt Zeit, ne? Aber ja. Ja, gut. Also im Grunde brauchst du sie auch nicht eigentlich. Ey, wenn man einmal gerade durchlaufen kann, ja. Die Roboter irgendwo busy sind, die laufen ja auch kreuz und quer durch die Gegend. Ja. Man muss echt das RNG abpassen. Mein Lieblingsmusikgenre.
Also man trifft dich schon, die Waffe ist nur so schlecht. Ich gebe dir mal einen Tipp. Such dir eine andere. Ja. Waffe. Waffe, genau. Such dir eine andere, Mann. Ich wollte nur mal kurz zeigen, dass es egal ist. Ja, mit der Waffe schon, ja. Wie man mit dieser Waffe auf dich schießt. Na gut, ich treffe aber natürlich wie ein muss man natürlich auch sagen. Ja. So, guck dir das an. Da ist tot. Was? Was? Spawnen die Roboter wieder? Ja, natürlich. Wenn sie tot sind? Ja. Ich dachte, ich kill einfach so wenige, dass sie... Nee. Also mir macht's Spaß. Ja, das dachte ich mir. Ja, gut. Alter, geh kaputt. Ja, ist doch trotzdem geil. Ja. Du hast den Checkpoint, du hast hier schon das erste Geschütz. Also, das in 2 Minuten, das ist doch super. Oh, guck mal. Ja. Und ihr seid zu zweit. Ja, zu zweit sind wir fast unschlagbar. Außer es kommt ein Gegner. Ja, dann ist natürlich vorbei. Aber wenn wir so laufen, dann könnte man immer kurz denken, ja, die Jungs wissen, was sie tun, ne? Mhm. Ja, die Jungs wissen, was sie tun, ne? Hör doch auf, hör doch auf. Oh. Ja, das war nicht ich, aber ich nehme es mit. Da sind noch Geschütze. Ja? Ja, ja. Ah. Boah, was für ein Duell. Fucking epic, ne? Komm, den kriegst du auch noch. Scheiß kriege ich. Scheiß kriege ich. Also den Tipp gebe ich dir auch. Es ist manchmal echt sogar von Vorteil, sie nicht zu killen. Weil wenn du sie killst, spawnen sie halt unten wieder und da musst du ja hinlaufen. Aber manchmal versperren sie dir halt auch den Weg. Also da musst du so ein bisschen entscheiden, ob sie es lohnt. Jetzt zum Beispiel, geil. Ich versuche auch nur, sie aus Stolz zu töten. Das ist der einzige Grund. Stolz musst du ablegen. Ja, den muss man wirklich ablegen. Der steht dir nur im Weg. Ja, das ist echt so. Das ist eine gute Lebensweisheit. Ey, ja. Bei einem Spielball lernt man noch was. Ja. Ich habe ja immer noch die Scheißwaffe. Ich dachte, ich habe die ganze Zeit. Du nutzt nichts anderes. Ich habe. Ja, weil ich nicht habe, Markus. Du bist tatsächlich auch schon ziemlich gut mit der Waffe, muss ich sagen. Ah, ja, okay. Den gab es ja die ganze Zeit. Das Ach, da liegt ein Raketenwerfer. Ja. Ah. Ja. Mann. Mensch. Ich glaube, es ist ein bisschen leichter damit jetzt. Meinst du mit Raketenwerfer? Guck mal. Ja. Irgendwie. Jetzt schnappt er sich, er hat ihn weggeschnappt. Oh, Leo, komm, du weißt doch, dass du nichts kannst. So, tot. Ich möchte nach Hause. So, tot. Original gar nichts, Alter. Nee. Original gar nichts. Oh, man kriegt auch Rücken auf diesem verpissten Stuhl, ey. Willst du noch ein Kissen für deinen Rücken haben? Ach, Kissen für meinen Rücken? Ja? Was Feines, ja. Gibt's da was? Oh, danke, Mann. So, der ist es, Markus. Kann sein. Jetzt weißt du eigentlich alles, was man wissen muss. Ja. Weißt, wo der Raketenwerfer liegt. Ich treffe nur nichts mehr. Nutz Fadenkreuz. Jetzt kommen die unwichtigen Parts. Denkt ihr, ich sehe euch nicht? Und sind sie noch. Boom, wir gehen rein. Guck mal. Alter. Guck mal. Krass unterwegs, ey. Brauche ich eigentlich gar nicht. Hol ich mir trotzdem wegen Program Gamers. Na, du hast leider den Checkpoint nicht. Ah! Sag doch was! Du musst unten lang. Ein Markus, Alter! Mann, mach doch einfach mal das Ding kaputt. Ist kaputt. Gut, gut Leo gemacht. War's. Sehr gut. Es wird immer schwerer von Run zu Run, ne? Naja, es ist halt, mit dem Raketenwerfer tötest du dich leider auch sehr oft selbst. Fällt mir gar nicht so auf. Mit den Granaten schaffst du es auch. Ja, also die Geschütze zumindest. Ist ja auch nur noch eins da. Ja, aber 1000 Roboter. Wenn die Geschütze... Mann, ich hasse mein verficktes Scheißleben wirklich, ey. Oh, da wär's schon gewesen, ne?
Ja, weg ist es. Geil. Ich habe die scheiße Mütze hingelegt, falls es irgendwann notwendig wird. Willst du mich verarschen, Mann? Ich hab doch gesagt, versuch's nicht. Ja, aber ich, ohne Scheiß, ich schieß alles drauf. Alles. Sie sind immer hier. Immer. Mann, Leo, gib mir den scheiß Raketenwerfer, Mann. Oder rennt wieder. So ein Idiot. Oh, das Ding ist halt auch mit diesen 15 Minuten, Markus. Man hat sich was aufgebaut, ne? Ja. Man hat echt gearbeitet in den letzten 15 Minuten. Gut Progress gemacht und dann wird einem halt alles weggenommen. Mhm. So, jetzt erstmal unten. Erst unten, genau. So. Jetzt hast du den Checkpoint. Schleuse gesichert. Jetzt machen wir hier, jetzt machen wir hier das. So. Jetzt machen wir den. Geil. Jetzt hättest du weiterrennen müssen. Die nicht killen und weiterrennen. Ich habe auch mal eine Zeit lang versucht, die rauszulocken. Aber das dauert halt auch ewig. Man kommt halt auch nicht vorbei. Es gibt halt keine Optionen. Nee, wenn sie da im Gang sind, musst du sie schon wegballern. Nur wenn sie hier versammelt sind, könntest du es schaffen, an ihnen vorbeizukommen. Aber im Gang musst du sie wegballern. Der ist jetzt zumindest, der ist, ja, okay, das waren schon wieder 15 Minuten. Jasper, wir würden gerne pünktlich Feierabend machen. Einfach durchslickern. Slickety slick, slickety slick, ich habe keine Zeit. Die Waffe reicht, mit der machst du es. Ich glaube tatsächlich, dass alle Gegner noch oben draußen sind. Ist vielleicht schlauer am Anfang einfach dann. Oh! Ja, jetzt bin ich tot. Alter! What? Das war krass. Ey, da war fast der Checkpoint. Ja. Ah, nice. Okay. Ja, ja. Aber leider sind ja auch noch alle Geschütze da. Fast alle. Die stellen sich nur tot. Ja. Geil. Ja, das da hinten ist wirklich tot. Aber ich glaube, unter dir, wo du gerade standst, ist noch eins. Nee. Nein. Nee, das war nix. Das ist nix. Versuch's genau noch mal so. Du lebst noch. Wie kann das sein? Der hat dich nur ein bisschen angeballert und ist weggerannt. Dann lebe ich noch, ja. Ey, wenn ich aufgebe, dann überlebe ich. Wenn ich mir Mühe gebe, sterbe ich. Was ist das? So, Achtung, jetzt kommt das Raketengeschütz. Und noch wieder drei fucking... Und alle drei Roboter, klar. Leo, komm, jetzt gönnen wir uns. Feast. Feast of Robots. Hey Leo, du bist so ein erbärmlicher, dreckiger kleiner Löwe. Hey, ich schwöre, wie viele Controller haben wir? Warum habe ich nicht den lila Controller? Warum habe ich diesen beschissenen schwarzen? Ja, wir können ja gleich mal gucken, ob wir den lila Controller finden. Danke. Das ist ja wohl das Mindeste. Ach, deine Scheißfresse, Mann! Mann, 10 Sekunden. Wieso? Ich bin auch fast am Ziel, guck doch mal. Naja. Okay, ja, jetzt. Okay. Jetzt muss man ein bisschen regulieren, emotional auch. Muss man einfach mal wieder ein bisschen aus dem Tal der Tränen rauskommen. Und sich mal wieder ein bisschen fangen, mal wieder ein bisschen zusammenreißen, ne, Markus? Okay. So. Kaputt. Oh! Hä? Darf warst du da? Das? Nee. Hä? Hä? Ah, was? Gucken sich beide kurz an. Zack, Headshot. Ja? Wenn du
mir versprichst, sie nicht kaputt zu machen, ja, hätte ich hier einen lila Controller für dich. Ich probiere es noch mal kurz mit dem schwarzen ein letztes Mal. Na gut. Und nächste Runde brauche ich, glaube ich, den lila Controller. Ich glaube, der ist es. Das ist die Lösung. Du hast Granaten. Wirf eine Granate. Es muss doch so kaputt gehen. Nein, du hast, wieso? Ach. Granate hätte doch geregelt. Ja, ey, es kann doch nicht sein, dass die was in die Fresse kriegen und nicht dran sterben. Das war wenigstens bei Quake auch so. Ja. Oh, ich hab nicht hingeguckt und das war gut. Plötzlich ist er unten im Raum. Ja, ich habe jetzt eine neue Taktik. Ja, einfach mal loslaufen, ich sehe schon. Schieß nicht mehr. Deine Taktik, nichts mehr machen, nur noch laufen. Ja. Ja, irgendwie geht's seit 4-5 Runden nicht mehr. Nö. Weiter. Kein Progress mehr. Boah, das waren alle. Das ist stark. Sie laufen dir hinterher, das ist gut. Das ist cooler, wenn sie mir nicht hinterherlaufen. Aber Leo killt sie wahrscheinlich so nicht. So bleiben sie immer hinter dir. Ah, Leo hat einen gekillt. Leo, Alter. Du hattest einen Job. Ja, vielleicht versuchst du mal den lila Controller gleich. Dann mache ich noch einen Run und dann machen wir's. Ist schon soweit? Schon scheiße? Es ist schon lange soweit. Jetzt hast du ein kleines kosmetisches Upgrade bekommen, jetzt muss aber laufen. Ja. Bam. Guck mal, 15 Sekunden. First try. Zack, zack. Oh, stark. Die sind auch weg. Renn weiter direkt. Ja. Die Robo-Boys sind bestimmt alle noch draußen. Nice. Eins noch? Ja, genau das. Oh, stark! Das ist richtig gut. Jetzt musst du dich nur noch um die Roboter sorgen. Ja, ja, ja! Ich glaube, das Ding ist weg. Also die letzte Rakete sah richtig gut aus. Also zumindest hat sie Schaden genommen. Aber ich glaube, sie ist weg. Sah gut aus, aber es sehen viele Dinge gut aus, die scheiße sind, Markus. Du siehst gut aus. Ja, das... Du bist scheiße. Ja, das war jetzt an dem Punkt irgendwie nicht so das Beste. Leo, wieso? Ganz ehrlich, Mann. Ja, ja, weiter, weiter, weiter. Links, links. Und hier durch. Ah! Nein! Oh, es waren echt nur ein paar Steps, dann hättest du... Scheiße. Jo. Oh ja, der eine noch. Komm, da muss ich jetzt vorbei. Ja, Mann. Geil. Komm, 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 komm. Wieso? Da sind lass schon den, drei lass gewesen, den, lass Mann! Den. Renn weiter. Und da in den Gang links. Jetzt hast es. Nächster Checkpoint. Jetzt musst du nur noch zum Kontrollraum kommen. Perfekter Kontrollraum. Ah! Nein! Das ist ein Geballer hier, ey. Eine Minute nur noch. Jo. Chillig. Es ist machbar, wenn du den Weg findest. Der Weg ist doch hier irgendwo bestimmt. Ja, ja, ist richtig. Na? Klipp, klapp, klippidi, schnapp. Control Room, da steht's doch. Hier geht's hoch und dann bin ich doch hier irgendwann im Control Room. Oh, du blöder Mann. Ah. Nein! Nee. Leider falsch gelaufen. Ja. Ey, das war ein richtig guter Versuch. Ich glaube, jetzt schaffst du's. Guck mal hier. 25 Sekunden Schleuse gesichert. Was geht?
Nee, ist noch, ist noch. Oh Mann, Alter! Stellen sich so gut tot, die Geschütztürme. Merkt ihr, die müssen schlaff nach unten hängen. Ja, das sollte mir eigentlich ein Begriff sein. Ja. Boah, stark. Das ist auf jeden Fall weg. Was nicht weg ist. Okay, gut. In den Gang rein. Checkpoint, sauber. Also hier war für mich tatsächlich die beste Taktik, einfach durchrennen. Jo, das denke ich. Wenn du es irgendwie nebenbei schaffst, ein Geschütz zu erledigen, cool. Ja. Aber durchrennen ist eigentlich hier Beste. Alter, was ist das? Ein Automatik-Killscreen, Alter? Ich weiß auch nicht, was das ist. Woher denn? Checkst nichts, Alter! Control Room, Alter. Scheißfresse, Mann! Ja, der war da. Ja, der war da. der war da, der Control Room. Hier kommt was von der Seite. Bang! Was könnte ja, denn machen? Der also Seite? Das. Ja. Und jetzt hier rechts kommt ein Geschütz. Oh, gut. Aber es ist falsch. Es ist ein bisschen falsch. Aber da stand fucking Control Room. Der Weg ist auch richtig. Du musst da, wo du gerade eben warst, dich noch ein bisschen umgucken. Noch kurz umgucken, meinst du, ja? Naja, nicht geradeaus weitergehen. Schauen wir uns doch noch mal eine Minute um. Naja, ey, was soll ich machen? Geradeaus ist anscheinend nicht die Richtung gewesen. Deine Scheißfresse. So, also, du sagst hier umgucken. Was geht denn hier noch? Soll ich da hoch oder was? Ja. Ja, dann gehe ich halt hier hoch, aber dann sterbe ich halt hier. Ja, 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 ja! Yes! Yes! Alter! Das ist der fucking Kontrollraum? Ja, offensichtlich. Ey! Natürlich ist der Kontrollraum geschützt, Turm gesichert. Oh! 30 Sekunden vom Ende, Alter. Ey. Jasper, nimm den Hut ab. Nimm den scheiß Hut ab. Ich habe mir meinen eigenen Hut wieder verdient. Du hast deine eigene Mütze verdient. Ja, fühlt sich gut an, oder? Ja, ey, toll. Bester Freitag meines Lebens. Seit langem nicht mehr so viel Spaß gehabt. Das ist einfach war eine wilde Gaudi, sag ich mal. Ja. Danke, Markus, für alles, was du getan hast. Ich würde sagen, wir sind quitt, Markus. Ja, definitiv. Du hast es sehr, sehr gut gemacht. Danke, Mann. Besser ging's fast nicht. Danke. Ja. Das war's. Macht's gut.